Mein Name ist Britta Wendt. Und ich bin Rollstuhl-Tennis-Nationalspielerin. Auf dem Tennisplatz findet man mich schon immer eigentlich, seit ich denken kann. Und nach einem Sportunfall im Januar 2019 habe ich dann angefangen, Rollstuhltennis zu spielen. Natürlich gab es andere Optionen, unter anderem Rollstuhlbasketball. Aber ehrlich gesagt habe ich mir gedacht, warum sollte mir Rollstuhlbasketball gefallen, wenn mir Basketball als Fußgängerin nicht besonders gut gefallen hat. Ich habe es dann mal ausprobiert, aber habe schnell gemerkt, dass es eben auch genauso ist. Mir war auch von Anfang an klar, dass ich mein Sportstudium weitermachen möchte. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, das abzubrechen. Obwohl das viele gefragt haben, war das für mich gar kein Thema. Mir wird sehr häufig suggeriert, dass mein Leben ja jetzt schlechter ist als vor meinem Unfall. Das sehe ich persönlich nicht so und deswegen stört es mich, wenn Menschen eine Behinderung als rein defizitär betrachten. Die Behinderung hat für mich natürlich sehr viel Veränderung in mein Leben gebracht, aber definitiv nicht nur negative Dinge. Ich spiele jetzt Rollstuhltennis, habe da was gefunden, was mir unglaublich viel bedeutet. Aber natürlich gibt es auch Hürden, die im Alltag dazugekommen sind, die dadurch entstehen, dass zum Beispiel unsere Gesellschaft nicht besonders behindertenfreundlich ist. Dadurch, dass meine Behinderung sichtbar ist, wird mir viel Hilfe angeboten, manchmal mehr, als ich das möchte oder brauche. Aber es ist mir schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass es Behinderungen gibt, die nicht sichtbar sind oder andere Probleme, die dazu führen, dass man im Alltag Hilfe braucht. Und ich wünsche mir, dass sich Menschen ohne Behinderung informieren, sich damit auseinandersetzen, was ein Leben mit Behinderung bedeutet und wie man Barrieren im Alltag für sämtliche Behinderungen abbauen kann. Die Paralympischen Spiele stellen natürlich das größte Event im Behindertensport dar. Und mein Traum ist es, 24 in Paris dabei zu sein, aber definitiv auch 28 dann in LA. Und darauf arbeite ich jetzt hin.